Wir Juristen haben manchmal die Situation, dass zwei Parteien leidenschaftlich um eine Frage, eine Sachfrage streiten wollen. Sie wollen wissen, ob die PCR-Tests jetzt relevant sind, valide sind, ob sie richtig eingestellt sind oder nicht. Und manchmal ist es so, dass es für die rechtliche Konsequenz, das Urteil, gar keine Rolle spielt. Wir sagen dann, es kann dahinstehen. Und dahinstehen kann auch, ob der PCR-Test jetzt zu empfindlich ist oder die Cut-off-Raten falsch gewählt sind, für die Frage, ob man überhaupt Maßnahmen ergreifen darf. Sie spielen eine Rolle, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was im Einzelfall für Maßnahmen getroffen werden, so wie in dem portugiesischen Fall, der ja im Augenblick gerade viel diskutiert wird. Aber betrachten wir uns mal die Gesamtlage und welche Rolle dabei die PCR-Zahlen spielen. Wir haben an diesem Wochenende zum ersten Mal die 1-Millionen-Marke durchbrochen, 1 Million Infizierte oder Testpositive. Wir haben gleichzeitig die Information, dass 16.000 Menschen gestorben sind an oder mit Corona. Würde man die beiden Zahlen jetzt dividieren, ergäbe sich ein Faktor von 1,6%. Man könnte es als eine einfache Näherung der Case Fatality Rate betrachten. In Wirklichkeit ist die Case Fatality Rate bei dieser Betrachtung natürlich höher, weil selbst wenn die Infektionen heute nicht mehr weitergehen würden, gäbe es wahrscheinlich trotzdem noch Menschen, die sterben in der Zukunft. Die müsste man hier reinrechnen, also wäre die CFA in Wirklichkeit sogar noch höher. Aber was würde jetzt passieren, wenn wir sagen, diese 1 Million sind gar nicht wirklich infiziert, davon sind vielleicht nur 10 oder 20% wirklich erkrankt oder infizierte, alle anderen sind falsch positiv. Wenn wir also sagen würden, 900.000 davon sind eigentlich irrelevant und müssten ausgeschieden werden, ja dann würden wir betrachten, 100.000 Menschen, die tatsächlich erkrankt und infiziert sind, stehen gegenüber 16.000 Menschen, die gestorben sind. Und dann hätten wir eine Case Fatality Rate von 16%. Ja, es spielt keine Rolle, ob wir eine Basis von 1 Million oder 100.000 betrachten, wenn wir sehen, was die Folgen der Infektion sind. Denn es ist unstreitig, dass von diesen 1 Million Menschen viele Leute vielleicht keine Symptome haben und nicht sterben. Andere erkranken schwer, haben auch Spätfolgen und so weiter. Bei der Frage, was ist eine pandemische Situation von nationalem Ausmaß, kommt es nicht allein auf diese Zahl an, sondern was sind die Folgen daraus und sind diese Folgen vergleichbar mit Grippe, laufen die Intensivstationen voll oder nicht. Insofern ist das eine akademische Diskussion, wo man jetzt hier den Cut-off-Wert ansetzt. Denn hierum streiten jetzt ja die Gelehrten und darauf möchte ja jemand auch eine Sammelklage oder eine Schadensersatzklage stützen, indem man sagt, die Cycle Threshold, der CT-Wert, wurde zu hoch angesetzt, weil je höher dieser CT-Wert ist, umso niedriger ist die Viruslast. Und ja, das mag sein, dass Leute, die vielleicht einen CT-Wert von 30 oder 40 haben, sehr wenig Viruslast haben und vielleicht deswegen auch nicht mehr so sehr infektiös sind. Aber wir wissen bei Leuten mit einem 38er CT-Wert natürlich nicht, ist der CT-Wert deswegen niedrig, weil er erst ansteigt oder weil er schon abgestiegen ist oder weil vielleicht die Viruslast aus den oberen Atemwegen abgestiegen ist in die unteren und die eigentliche Krankheit erst richtig beginnt. Um genauer zu wissen, wie es so jemandem geht, müsste man ihn genauer betrachten, die Klinik, also seine Symptombilder betrachten und über Zeit schauen, wie es sich weiterentwickelt. Was wir aber wissen ist, dass ein positiver Testwert, also auch aus einem hohen CT-Wert, nur entsteht, wenn vorher eine Infektion vorausgegangen war. Die mag nicht mehr gegeben sein, aber sie muss mal da gewesen sein. Deswegen ist der PCR-Test im Augenblick das Beste, was wir haben. Was wäre denn, wenn wir keine PCR-Tests machen würden? Wenn wir also sagen würden, wir können mit dem PCR-Test überhaupt nichts ermitteln, er sagt nichts aus, dann würden wir nur die Menschen betrachten, die erkranken, wo wir vermuten, dass es vielleicht diese tückische Krankheit sein könnte und müssten dann auf dieser Grundlage Maßnahmen ergreifen. Und nachdem wir dann nicht besser differenzieren könnten, wer ist erkrankt, wer nicht, wer ist infiziert und wer nicht, müsste man halt großflächig absperren, so wie man es am Anfang eben auch gemacht hat und versuchen, überall Menschen zu isolieren, unabhängig davon, ob sie getestet worden sind oder nicht. Insofern würde diese Argumentation der Unbrauchbarkeit der PCR-Tests letzten Endes nicht dazu führen, dass wir mehr Freiheit haben, sondern weniger.